So, hallo erstmal. Ich mache jetzt mal einen kleinen Screencast, um euch mal zu zeigen, wie man unter Inkscape eine Datei so speichert, dass sie vom Silhouette Studio auch aufgenommen wird. Dazu geht man einfach in das Inkscape, sagt Datei speichern unter, wählt dementsprechend eine Zeichnung aus. Hier ist es jetzt also einen Namen aus. Wählt hier unten die Endung DXF aus. Wählt Speichern und hier ist einfach darauf zu achten, dass dieser Haken bei RoboMaster Ausgabe gesetzt wird, um einfach ein ruhigeres Schnittbild zu erhalten. Dann wird das Ganze mit OK gespeichert und das war eigentlich alles. Vielen Dank.